Welcome to my channel. Welcome by Wonder ASMR. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute geht es um eine Pflanze, und zwar um die Botanik der Pflanze. Ich erzähle euch ein bisschen was von dieser wunderschönen Pflanze, die ich mir heute gekauft habe. Und zwar, also im Fachjargon heißt diese schöne Pflanze A. Zantidischia etopica. Sie wird auch kurz Kala genannt, die edle weiße Pflanze aus Afrika. Es handelt sich um eine Kübelpflanze. Sie wird bis zu 80 cm lang. Wir haben einmal den Kelch und wir haben, ich zeige euch mal, das ist der Kelch hier. Das ist der Kelch. Und dieses hier in der Mitte, das ist der gelbe Aaronstab. Dieses längliche hier. Und dieser Aaronstab, dieser gelbe Aaronstab, dieser enthält die Pollen. Diese wunderschöne Pflanze wächst an den ostafrikanischen Flussufern. Die Blüten reduzieren sich in der Ruhephase. Diese Phase, also diese sogenannte Ruhephase, ist im Juni bis August. Sie ist im Großen und Ganzen sehr pflegeleicht. Und in der Ruhephase braucht sie weniger Wasser. Sie steht gern halbschattig. Und als kleinen Tipp zu dieser wunderschönen Pflanze: man soll die Unterschale gießen, also hier Wasser reingießen, und wenn diese Unterschale, also wenn das Wasser sich in der Unterschale tagsüber leert, dann habt ihr richtig gegossen. Das nur mal so zur Pflegeanleitung dieser wunderschönen Pflanze. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch angeregt, vielleicht auch so eine schöne Pflanze zu kaufen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis demnächst, eure Wonder ASMR.